Rolf Herrich und Hans-Joachim Kreyer. Kommt ihr hier rüber gewesen? Ist doch furchtbar mit Ihnen. Wieso? Ich gehe nie wieder mit Ihnen auf einen Fußballplatz. Diese Blamage. Wieso Blamage, Herr Pall? Ich fand, die haben ausgezeichnet gespielt. Ja. Haben Sie nicht gesehen, der Schöbel, wie der den Schmetterball gegeben hat? Bitte, es geht, geht schon wieder los, den Schmetterball. Das war ein Eckball. Ja, ein Schmettereckball. Und der Gollasch. Also dieser Gott, dem ging ja fast alles schief. Als der die Fahrkarte schoss, da... Was hat der die Fahrkarte? Das war ein Aus. Ach, da war das Spiel schon aus. Das haben die aber gar nicht gemerkt, die haben ja weitergespielt. Ja. Da kam ja, da kam die Schlägerei, dieser Auflauf an der Wendemarke. Sagten Sie Wendemarke? Wendemarke. Das ist der Strafraum. Ach, das wäre interessant. Ja. Angenommen, Sie gehen zu einem Pokalspiel. Ja, gut, ich gehe zu einem Lokalspiel. Nur in mein Lokal bitte nicht, da wird gerade renoviert. Nein, ich sagte nicht Lokal, ich sagte Pokal, ja? Und bitteschön, was ist ein Pokal? Pokal. Ja, wenn ich so drüber nachdenke... Ja, das wollen wir mal lassen mit dem drüber nachdenken, ja? So, was ist zum Beispiel eine Trophäe? Ja, das weiß ich. Ja. Trophäe ist ein großer Könner. Nein, das ist eine Koryphäe. Und was ist eine Trophäe? Das ist ein kleiner Könner. Also bitte, wenn Sie zum Beispiel einen Sieg errungen haben, was erhalten Sie dafür? Den ersten Preis. Ja, freilich, den ersten Preis. Und was ist der erste Preis? Ein Trabant. Ein Trabant. Der erste Preis ist ein silberner Pokal, ja? Ein Pokal, ja? Ja, wie nennt man nun einen Pokal noch? Ach, ein Becher, silberner Becher. Nein, das ist eine Trophäe. Gut, dann trinken wir nachher zusammen eine Trophäe Rotwein. Aber so geht das doch nicht, bitteschön. Nehmen Sie sich doch mal zusammen, ganz einfach. Jetzt erkläre ich ganz simpel. Ein Jäger hängt zu Hause, bitteschön, was an die Wand? Sein Gewehr. Nein, seine Jagdtrophäe. Und was ist eine Jagdtrophäe? Ein Becher Wein. Nein! Das ist ein Hirschgeweih. Ach, und daran hängt er sein Gewehr. Das ist doch wohl nicht zu fassen. Ich glaube auch nicht, dass der Hirsch sich das gefallen lässt. Also lassen Sie mich doch mit Ihrem Hirsch in Ruhe. Haben Sie den hier reingebracht oder ich? Aber Herr Pall, jetzt, wir lenken doch immer zu ab. Leute, wissen bitte, was ist ein Strafraum? Ja, nichts weiter. Moment, machen Sie mich doch nicht nervös. Was ist mit dem Fußballspieler der schönste Preis? Becher Wein. Nein! Ich weiß. Der schönste Preis, na? Oh. Na ja, ich meine, wenn er ein Tor schießt. Ein Tor? Ja! Ein Tor. Na, was ist ein Tor? Ein Tor? Na. Eine Pforte. Klingt lang. Nein, keine Pforte, ein Tor. Stellen wir uns mal ganz dumm. Ja, jetzt machen Sie sich's aber leicht, Herr Preis. Bitte? Beherrschen Sie denn keine einzige Spielregel? Doch, wer den schwarzen Peter hat, muss raus. Beim Fußball gibt's doch keinen schwarzen Peter, da gibt's nur Foul. Foul, das nennen Sie Foul, Herr Pfeil. Anderthalb Stunden sind die gelaufen, von links nach rechts, von rechts nach links, immer hin und her. Und der schwarze Antreiber mit der Trillerpfeife bitte? Immer hinterher. Ja, immer. Bitte, was sagt sie eben? Der schwarze Antreiber. Der schwarze Antreiber, das ist der Schiedsrichter. Ach, das ist der Schiedsrichter. Ja, na bitteschön, der Schiedsrichter. Wen hatten wir bis jetzt? Den Torwart, den Schiedsrichter, zwei Verteidiger, wen noch? Schöffen, den Staatsanwalt. Wir sind hier nicht bei Gericht, wir sind hier bitte schön auf dem Fußballplatz. Ja, ich ja, wo Sie sind, weiß ich nicht. Also wie beginnt denn so ein Spiel? Ich würde sagen von vorn. Das ist prima, wunderbar, es beginnt von vorn. Indem der Schiedsrichter ein Geldstück in die Hand nimmt. Und damit geht er los und kauft erstmal einen Ball.